Mann, geil, Alter. Ich pack euch mal was Nettes in eurem... Was braucht ihr? Kativos oder RCO? Was soll ich lieber? Bitte? Was war denn schon gut? Was braucht ihr eher? Kativos oder RCO? Eigentlich Kativos, glaube ich. Aber ihr braucht einen echten Leben, also. Das ist nur so eine kleine Geste. Mehr wäre eine kleine Geste. Ich hab jetzt was von Tunnel und Alles klar. Guten Tag. Servus. Hallo. Hallo. Lebranellchen, ja, du. Oder? Hallöchen. Böchen. Ja, vielen Dank. Ich hab schon mit großer Freude gesehen, dass ihr uns da unterstützen wollt im Kampf gegen den Staat. Das finde ich unglaublich toll. Ich kann mich kaum vor Begeisterung halten, dass ihr das tatsächlich wahrgemacht habt. Ja, sicher. Oder muss mir jetzt mal einfach mal, gibt's mir die Schüssel oder gibt's mir ein paar Peaches und Apples raus? Ich hätte gerne ein paar Pfirsiche. Die Pfirsiche befinden sich in den anderen Himmel. Also hier befinden sich die Äpfel, Jungs. Da könnt ihr euch mal, ich nehme mal paar die Leute, die auf Äpfel stehen. Wollen wir mal ein bisschen Äpfel essen hier. Yum, yum, yum. Ja, guten Hunger. Aber ich hoffe, die Äpfel, die sind auch aus heimischen Gärten und nicht irgendwie importiert oder so. Die sind von meinem Opa aus der Farm, ja? Also nur das Beste vom Besten für euch, Jungs. Oh, das ist super. Die allerdings, die sind von Ranerons Oma, die hat so einen kleinen Bauernhof. Die ist aber bekannt dafür, dass sie speziellen Dünger verwendet. Ich möchte da jetzt eigentlich nicht mehr drauf eingehen. Ich will das gar nicht wissen. Ich probiere die einfach mal. Genau, probier einfach mal. Ja, ich fange auch jetzt mit den Äpfeln an, das klingt ja echt super. Also die Äpfel sind lecker, sehr, sehr schön gereift, ja, gerade die roten, also super. Ja, das will ich wohl hoffen. Kann das sein, dass das diese Sorte, diese Pink Lady Sorte ist? Und das schmeckt auch ganz lecker. Ja, das sind so eine Unterart von den Pink Lady. Die werden, glaube ich, auch Grey Panthers genannt oder sowas. Aber wie gesagt, das ist halt für meinen Opa eine eigene Marke. Was ganz Exotisches. Na, ich probiere gleich mal. Oh ja, oh ja. Bitte. Ja, da schmeckt man sofort die Liebe raus, die da dein Opa mit reingesteckt hat. Unglaublich. Ja, dafür ist der halt bekannt, ne? Also, der macht das schon seitdem der auf der Welt ist. Als kleiner Bub hat er schon seinen ersten Apfelbaum gepflanzt und wurden halt irgendwann mehr, ne? Ja, da kannst du ja deinem Opa mal schöne Grüße ausrichten. Und wo ungefähr ist denn überhaupt der Garten? Ich weiß ja nicht, vielleicht kann man da auch mal so außerhalb unserer Dienstzeiten mal so zwei, drei Äpfel pflücken gehen. Ich sag's euch jetzt mal auch nur, weil ihr es seid, ja? Also, der befindet sich ein Stückchen über Theresa, da ungefähr... Also eigentlich so unter dem Wheat Processing, ja. Aber ja. Ah, okay. Also schön versteckt, das. Ja, okay. Ja, genau. Jungs, wollt ihr die eventuell in eure Buden packen oder sowas? Die irgendwie Kisten oder so? Ja, der Herr Clint Beastwood hat hier in der Nähe ein Haus gekauft. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ich würde auch noch dann ein paar mit in mein Haus nehmen. Ich meine, sowas Gutes muss man ja einfach zu Hause haben. Falls man mal Besuch bekommt oder so, kann man die ja gleich weiterempfehlen. Genau, ich meine, da kannst du auch so einen leckeren Apfelkuchen oder so mitmachen, Alter. Oder so ein Apfelmus oder sowas für was weiß ich. Kann man alles mögliche mitmachen. Multifunktionsäpfel. Hergestellte... Genau. Nie wieder künstlicher Müll. Ja, da werde ich mir gleich mal noch ein bisschen was rausnehmen.
Haut rein. Herr Beastwood, ich danke für die kleine Spende. So viel wie ihr hier mitgebracht habt, muss ja die Plantage von deinem Opa jetzt leer sein. Oder hat er so eine riesige Anlage? Ja, der hat da so ein eigenes System entwickelt. Wenn ein Apfel weg ist, dann sprießt er innerhalb von einem Tag wieder neuer. Das ist sein Geheimrezept, sag ich mal. Der hat da jahrelang dran gearbeitet. Und ohne Chemie, stell dir das mal vor, ohne Chemie funktioniert das. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, ich glaube, da solltest du uns auch nicht zu viel verraten, oder? Ja, ich vertraue euch da mal. Ich denke mal, ihr verratet, ihr pflanzt jetzt nicht irgendwie eigene Äpfel an oder so. Nee. Wir werden ein paar Kerne, wir werden es versuchen, aber der Boden, guck dir den Boden an. Alles so Sand ja. Hier. Da kriegst du ja. Die Pflanze von uns, ey. Aber bevor du dein Helmet wegpackst, ne? Nimm das kleine Präsent bitte hinten raus aus dem Laderaum. Natürlich. Ich werde das gleich in meinen Orca umladen. Sehr gut. Vielen Dank dafür übrigens, Herr Beastwood, das bedeutet mir wirklich viel. Ja, das bedeutet viel, dass wir uns in unserem Kampf gegen den korrupten Staat unterstützen. Dass sie dort ordentlich Stress machen mal bitte. Mhm. Ja, das machen wir gerne. Wie gesagt, wollt ihr noch ein paar irgendwie einlagern oder so? Oder? Wie bitte? Wollt ihr noch ein paar von den Äpfeln und Pfirsichen einlagern? Kurz, oder? Jo, nehm ich mal mit. Alles klar. Ja, dann schon mal vielen Dank. Ich denke, die Kollegen und Kolleginnen, die wir hier haben, die freuen sich über diese kleine Geste. Und es wird auf jeden Fall ihre Gesundheit gut tun. Gerade der Interpol, der sah in letzter Zeit doch sehr schlecht aus. Ich hoffe, dem geht es jetzt wieder besser. Ja, hoffentlich. Jungs. Der Herr Raniron, der wird euch gleich den anderen Helmet auch noch vorbeibringen. Der musste leider kurz mal verschwinden. Geistig abwesend sein. Und was liefert der dann noch an? Ich meine, sie haben uns jetzt hier schon überschüttet mit den tollsten Waren, die wir jemals gesehen haben. Ja, wie gesagt, also ich fahre jetzt mit dem Herrn Beastwood die Äpfel wegbringen und der Ranero, der wird sich gleich um die Pfirsiche mit ihm kümmern, wenn das geht. Ah, okay. Die Pfirsiche, gut. Genau. Alles klar. Gut, Herr Beastwood wartet schon. Ich kann ja ein bisschen aufnehmen nebenbei. Vielleicht wird da was Filmreifes draus. Ja, die fahren erstmal vorbei. Bereit zum Rauschspiel? Ich bin bereit. Ich mach mal mit Rede. Ist einfach bereit. Da schießt jemand. Dann mit uns, ne? Nee. Ja, ich denke, Sinn ist da sicher irgendwo positioniert. Bitte wieder hierher. Hat er seine Sportnummer genommen jetzt? Ja, Feigling.
Fährt er um die Kurve oder nicht? Ja. Also er fährt weiter, ja? Der kann in Richtung Checkpoint fahren. Oh. Ich beobachte den mal noch. Ja, der fährt Richtung Checkpoint, da kann man abfangen. Ja. Okay, schreibst du mal, machst du bereits mal eine Nachricht vor? Das war schon. Die haben beobachtet, wie sie einen Überfall an Zivilisten durchgeführt. Und wir möchten mit ihnen mal kurz sprechen und sie halten, stoppen sie oder sowas. Und damit wir über Ersatz für den die Kommentaren reden können. Warte, RM ist gerade im anderen Teil. Warte mal kurz. Hab ich ihn gerufen. Mal gucken, ob er es jetzt rafft, ob er sich umdreht. Da, nee. TC, SL, TM, glaube, er macht einfach nichts. Jetzt rafft er es, glaube ich, oder? Nee, das dreht sich nicht. Macht einfach nichts. Ah, jetzt lernt das. Nochmal. Was soll das gerade? Wenn er jetzt schießt, dürfen wir ihn erschießen? Nein. Nein. Sei natürlich topper dann für dich ihn. Wow, Kitty. Das schaut doch blöd mit seinem Taser. Ich zähl da nicht da voll aus. Top on Flares. Machen hier nicht die ganzen Zivis im Police-Akku drin. Da unten fährt Farb, da läuft die ganze Zeit. Jetzt geht er runter, oder? Ja, jetzt geht er runter. Oh, jetzt geht er runter. Guck mal, jetzt geht er runter, ja. Dem hab ich mal gecheckt, dass er da die ganze Zeit getrollt wird. So schnell hat man das Kopfkreise. Bitte schön. Oh, hör auf. Wie habt ihr das denn gemacht? In welchem Lager sind, bekommen wir die Möglichkeit, mit einem Festnetzapparat mit ihrer Familie zu sprechen. Das ist doch wunderbar. Aber der Rekrut war tot, oder was? Oder machen was sich jetzt schon komplette Sorgen, vermute ich. Ja, weil traurig. Ist ja auch ein bisschen traurig für sie, wenn ihre Kollegen gerade gestorben sind. Ich meine, gut für uns, aber schlecht für sie. Ja, ich kann leider nicht mal zur Beerdigung jetzt gehen, weil sie mich mitgenommen haben. Das ist natürlich ich auch ärgerlich. Erstmal müsst ihr ja wenn alles gut läuft, kommen sie ja zur Beerdigung. Ne? Das wäre nur mal so, das wird ja nicht am gleichen Tag beerdigt. Sonst wird es halt eine Doppelbeerdigung. Auf die eine oder die andere Art, ne? Sie werden sie wiedersehen. So oder so. Oh mein Gott. Stehen bei. Nee, ich oh mein Gott, sag das. Achso, sie haben damit gar nichts zu tun, ja, das wusste ich nicht. Nee. Können wir vielleicht noch bei Red Burger vorbeifahren, ich hab ein bisschen Hunger. Ja, das machen wir, DP12. Ah nee, dem sind wir schon vorbei, ne? Den schaffen wir noch, ne? Dreh mal ab zu DP12. Vielleicht irgendwie so ein kleiner da müsste ein Sportplatz sein. Das wäre doch mal was. Nee, nicht DP12, oder? Warum nicht? Ich glaube, das ist ein Gyros da. Muss er damit vor die nächsten Bürgerland, das ist doch Butz alte Bude. Ja, da hab ich doch auch gewohnt, das ist ein Bürgerland. Ich meine, es ist ein Bürgerland. Stimmt, aber wir gucken mal. Wo denn immer? Hm? Nee, verstehst du nicht. Boah, Opa, ich höre erstmal deine Stimme richtig, ey. Ja. Was ist das? Ein Bürger. Burger, ja. Ja, holen wir einen Burger raus.
So, Burger holen wir auch noch. Alles klar, wunderbar. Was hätten Sie denn gerne? Auto entgegen. Wow, ja, wow, Cheeseburger, eine Pommes und eine Cola Light. Spur. Ja, ja. Ein Retard. Ja, die Schlange steckt keine Spur. Nein, nein, wir sind auch gleich da. Ich hol mal das Kinderpaket. Also eine große Kurve hinterm Airfield. Alles klar, wunderbar. Hat er schon. Spielzeug 2 wollte er. Spielzeug 2, ja. Dann mal Spielzeug 2 bitte. Döner, was willst du denn bringen? War das nur ein Cheeseburger oder Chili Cheeseburger? Sollen wir noch schnell Leuten helfen gehen, die gerade überfallen werden? Nein. Gut. Geht es fertig? Ich komme wieder. Bring mir noch eine Cola mit! Vielen Dank. So, und für Opi machst du nochmal eine Cola fertig. Rentnerpaket, ne? Die kleine. Vorgekaut schon. Ja, die vorgekauten Eiswürfel, ganz genau. Danke. Medic! So, Opi, hab auch deine Cola. Das finde ich gut. Aber nicht, dass du wieder, im Hubi kleckerst, ne, wie letztens, weil du einen Zatterich hast. Hat schon irgendwer den Checkpoint abgecheckt? Ja, ich bin da gerade explodiert, also da ist keiner mehr. War eine Laterne im Weg. Hier haben sie schon mal, ihr Paket, ja? Spielzeug Nummer 2, ein Cheeseburger und ein Cola Light. Opa sitzt direkt neben ihm. Alles klar, wunderbar, vielen Dank. Warte, ich guck mal, ob alles drin ist. Haben sie denn noch die Mayonnaise noch mit eingepackt für die Pommes? Ja, die habe ich in meiner Brusttasche. Hier, also, aber du lebst nicht mehr, oder was? Vielen Dank. Vielen doch, Medic kommt schon. Ich schmeiß mal rüber. So, Opi, ich schieb mal online. Cola, ich schieb sie mal rüber. Geil, ey, danke! Ja, gerne, gerne. Herr Office, Sie müssen mal bitte auf Ihre Hose aufpassen. Der Opa, der kleckert immer so. Ach, gerne. Nicht, dass es noch bei Ihnen landet nachher. Und nicht, dass er Ihnen noch eine Pommes klaut. Quatsch, ich kann das, ich schaff das. Haben Sie Ihr Gebiss denn richtig festgemacht, Herr Opa? Biss, ich brauche ja keine Biss. Ich hab da echte, wahre Zähne. Ich will mal kurz eine rauchen, Jungs. Cool. Hier im Alter noch echte, wahre Zähne, mein Gott. Mensch, ah ja, das ist Standard, ne? Ich hab mich jung gehalten. Und der hat ja auch das Rentnerpaket bekommen, also da war ja schon alles vorgekaut, also da ist nicht mehr viel mit Kauen. Gibt's immer einen Strohhalm dazu. Ganz genau. Mein Auto ist vorne dran. Alles klar. Ja. Bevor ihr noch Stress kriegt oder so. Ach. Wo bringen Sie mich denn jetzt hin, wenn ich mal so fragen darf? Das sehen Sie noch. Ne. So ein wundervoller Ort. Machen Sie mal die Augen zu. Denken Sie an den Opa nackt, dann wissen Sie, wo es ist. Oh mein Gott. Das ist aber wunderschöner, das ist ein wunderschöner Platz, ne? Ja, der ist ja wohl, weil wir noch da die ganzen Bilder da hängen haben. Also. Daher. Ja, der Interpol, ne? Der Interpol. Ja. Max. Achso. Ah, glaub mal. Der Hoffi, der wird Spaß an der Sache haben. Was machen wir überhaupt mit ihm? Exekutieren. Erpressen. Oh, der Rest ist ja der muss wieder an. Ich hab den Vorschlag, dass er sein, ich auch gerne sein Zeug, was er jetzt erstmal auf die Hüften gefuttert hat, wieder abtrainiert und mal zum Checkpoint läuft. Jungs, ich hab auch eher so eine ähnliche Idee, hatte ich auch gerade. Also ich hatte auch eine so eine Idee. Es gibt so einen Film, Survival, also 2 Euro. Also.
Wollen wir ihm eine Pistole geben, 2 Minuten Vorsprung und wir jagen ihn dann mit Quadbike. Wenn er lebend zum Checkpoint kommt, darf er entkommen. Ja. Was halt ihr davon? Ein bisschen demütigen vielleicht, wir lassen den am Checkpoint raus, ziehen ihm alle seine Klamotten aus und fahren dann mit dem Polizei-Offroader hinter dem her und der darf da den Highway entlang stolzieren. Ja, bitte. Ja, das können wir ja als nächstes machen. Jetzt nach der Cola müsste ich mal ganz dringend auf die Toilette. Haben Sie vielleicht hier im Helikopter irgendwie eine Möglichkeit zu urinieren? Opa, hol mal die Tüte raus. Ich den Becher voller Cola. Eben, du hast den Becher geleert, jetzt kannst du ihn wieder füllen. Ich kann nicht vor so vielen Leuten. Ja, dann denk an das Wasser. Komm, wir gucken mal aus dem Fenster, wir fliegen auch gerade schön über Wasser. Nur weil ich hier neben dir sitze, oder was? Opi, jetzt guck ich doch nicht, dass du so... Oh, ey, du spritzt mich an! Oh, das tut mir leid, ich wollte nicht, dass... Es müsste noch im Black Market, wer hat eine Waffenlizenz? Ich bin ein paar Stufen, mach das weg. Interpol. Hier, die Serviette. Wenn ich wieder lebe. Also, ich bin jetzt im Moment am Black Market, was soll ich? Ja, würdest du eine Pistole mitbringen, eine Rook oder sowas? Jo, kann ich auch. Mit 4 Magazinen oder so? Und irgendwas schön helfen anziehen, gibt's das da auch? Nee, er darf ja nur 5 von uns töten, also maximal 1 Magazin. Ja. Gib ihm ruhig 2 Magazine, das ist schon in Ordnung. 1, wenn er pro Headshot macht, dann haben wir jetzt Problem. Einmal aufsteigen. Ihr seid das Schisser seid ihr. Was habt ihr jetzt vor? Der Junge, der ist gleich am Zittern, als ob der ich entwaffne. Warte. Kriegst du noch andere Klamotten her? Also ja, irgendwas Helles? Nimm also, diesen weißen Schneemannanzug. Ja. Diese weißen Schneemann-Anzug. Der ist leider nicht am Markt. Der verletztens. Den Crispy so geil finde ich. Doch, da ist ein Outback-Outfit-Store. Ja. Ich hol den weißen Anzug. Ja, sauber. Alles klar, dann machen wir das. Ich bin der Survivor, ja? Kann mal einer schon mal vielleicht, Quadbikes holen? Wir jagen ihn mit Quadbikes, okay? Wieder rein, hinter die Schranke. Mob. Hä? Komm hinter die Schranke. Schranke zu machen. Nach den 3 Minuten. Ich. Nimm mir auf, ich will grad mal hier. Wir kommen mal alle raus, dass wir außen einstellen oder nicht? Ne, das hier hinten, ist doch cool. Wenn sie schaffen, zum Checkpoint durchzuschlagen, haben sie das Spiel gewonnen und sie leben weiter. Schaffen sie es nicht, dann lassen wir wieder durch. Die Strafe der Tod. Das ist die Regel. Weg da. Soweit nicht, nein, aber ich hab eine. Dreh halt richtig rum rein. Ich hab ihnen Kokain gegeben. Das Kokain benutzen, wenn sie das Kokain benutzen, können sie 10 Minuten dauern. Vielleicht eine halbe Stunde für die Strecke. Wie viel Red Bull haben sie denn? Wie viel Red Bull haben sie denn noch zusätzlich? Oh Gott, ich bin hier ganz ohne Weste unterwegs, ey. Ich jetzt erst. Gut, das sollte wohl reichen. Wir haben ein Kokain, mit dem sie 10 Minuten setzen sie es weise ein. Das Kokain hat auch seine Nachteile. Setzen sie es weise ein. Auf jeden Fall 3 Minuten Vorsprung. Ich lege ihn jetzt hier die Waffe mit dem Magazin hin. Er wird uns direkt alle erschießen. Wir jagen sie halt mit dem Fahrzeug. Oh, sogar mit Schranke hier. Sehen Sie, 3 Minuten öffnet sich die Schranke. Ja. 3 Minuten ist viel zu viel, Leute. Ja, wir finden den niemals. Nee, den finden wir auch nicht. Da stand sich neben dem Haus und ist weg. 3 Minuten ist zu viel. Eins, eineinhalb ist schon zu viel fast. Ja. Er rennt halt einfach in die Stadt und weg ist er. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen Heli, der unsichtbar rumspottet. Eigentlich schon, ne? 7, return to formation. Jetzt mal ganz komplett auf der Roadside. Ist das für dich eine richtige Waffe oder ist das eine Taser-Waffe? Das weiß ich gerade gar nicht. Okay. Also, wir werden testet's mal am Olaf aus. Hey, an einem Fachtyp. Hinter ihm steht jemand, da kannst du rausschießen. Ja. User joined your channel. Nein. Was macht ihr mit den armen Officer? The fuck? Nee, komm, auf geht's, komm. Ins Bein. Survivor? Er hat getroffen, oder? Alles klar. Hat er daneben geschossen? Okay. Nee, hat er nicht. Und versteckt dich nicht! Ich hab gerade eine Meldung an mal intern besprechen. 3 Minuten wollt ihr, seid ihr echt, das ist zu viel, Alter? Das ist zu viel, der verschanzt sich in irgendeinem Haus und wartet ab und wieder von der Kollegin. Es sind aber nicht wirklich viele Häuser in der Umgebung, muss man dazu auch sagen. Der kann sie nicht verschanzen.
so, verschanzen oder sowas, das zählt nicht, ne? Also sie müssen sich schon von ihm durchschlagen, ne? Aber ich darf mich schon verstecken, oder? Also verstecken, ja, es, klar, es gibt ja genug Büsche. Das ist logisch, ne? Aber halt nicht irgendwo sich hier großartig verschanzen und dann warten, bis Server Response kommt oder sowas. Was treibt der Herkules hier? Keine Ahnung. 4 Stunden. Nee, meine Kollegen wollen, dass ich daraus 2 mache. Ich muss nicht gerade... Hab ja schon Nachricht geschrieben, der Arme. Guck mal, wie wild die Meute ist. Der Herkules hat sich draufgesetzt bei mir. Jo, nee, bei mir. Aber 3 Minuten ist halt schon eine kurze Zeit. Ich muss ja laufen und das hier ist alles flaches Feld. Da kann man sich ja kaum verstecken. Ja, dafür... Geht doch nicht darum, dass er überlebt. Den hab ich leider nicht. Wir haben genug Red Bull. Los, laufen, Lampe. Auf geht's. Schönen Tag noch, bis gleich. Wer auf die Uhr? Nee, ja. Ich hab die gestartet. Ach wie geil, nimm das irgendwie das schon mal, kann man auch drauf, glaub ich. Okay, ich weiß nicht, ob er bis zum Ende mitspielt, ich glaube schon, aber wo ist mein Quadbike, Jungs? Das steht, glaube ich, sogar noch hinten. Da warte sonst hier, nimm das, da. Nimm das, komm her. Der denkt ich jetzt, oh fuck, ich muss weg. Ganz vorne rechts. Ich hab jetzt einfach hier, ich bin jetzt einfach eins drauf, vielen Dankeschön, Jungs. Was jetzt richtig mies wäre, wenn die Cops plötzlich mit dem Auto... Meins hier. Wenn die Cops mit dem Auto dahin fahren, das wäre einfach mit dem... Egal, das wäre mies, aber da wir ihn als CPS abgenommen haben, können die Cops, wissen die Cops zwar, wo er hier ist vielleicht, weil sie, aber sie dürften ihn nicht sehen, aber... Ja, mal gucken, los. Mal gucken, was wir mitspielen. Nein, wir warten. Boah, was ist mit dem Bike hier los? Okay, Jungs, passt auf, wir teilen uns auf in 2er-Teams, okay? Boah, 2,2 Millionen für das Haus, wo ich jetzt drin bin. Aber ohne Flachs, ne? Das macht einen richtig kirre, das Licht. Ja. Alter, was ach du Scheiße. Aber schmeiß mal bitte keine Smokes. Ja, nichts. Fahrzeug kommt da. Zamak. Leise. Alter, Jungs. Da kommt auf, Bruder! Da kommt auf! Jawohl! Hier liegt aber Rauch! Oh. Ihr seid so eine Trollerkinder, echt ohne Scheiß, Alter. Der bleibt stehen, oder? Nee? Ich mach mal weiter, bitte. Nein! Ja, wer schmeißt da auch Rauch hin? Das muss ich mal ganz ehrlich fragen. Der dreht um! Der geht hinter der Ding! Oh, aufgeben! Das ist ein Überfall, meine Herren! Sofort ergeben! Da unten! Oh nein, ich bugge. Oh, du bist runtergefallen, ne? Ich bugge, ja. Einer kommt hoch! Nein! Und ich fall runter. Dauber. Ich komm grad nicht klar durch dieses hässliche Licht. Ja, ne? Ich seh gar nichts. Sind sie beide weg oder noch nicht? Die sind in meinem Haus drin. Beide tot! Ich schwebe gerade in der Luft, ne? Durch eine Trabin! Wie geht es Ihnen denn heute? Und mal wieder Trabin, der kann das. Oh, die muss ich mich. Hört mal auf, Max. Wo liegt denn der Travin? Ich hab Travin liegt oben und Panji. Da, wo der Salvador gestorben war übrigens. Nee, ich bin nicht gestorben. Aber da lebt doch noch ein Kopf, oder? Nee, war der tot. Es waren 3, oder? Es waren drei. Panji, Snuggle ist tot. Revan und Panji ist tot. Es sind 3 Stück tot, es sind alle tot. Also ist Snuggle auch. Ich exekutiere ihn, ja? Nein. Nee? Okay. Wobei? Wir wollen die noch mitnehmen, oder? Alle 3. Hier kommt irgendwas, Heli oder so. Ja, oder nein, ein Auto. Cops. Medic. Travin soll als erstes machen. Ganzler, bitte sofort nach hier oben. Sofort. Hier sieht, dass die Cops sterben, der direkt kommt. Weil er weiß, was wir vorhaben. Was hat der gemacht? Hä, fliegt der? Warte, ich kann dir trotzdem Notfallversorgung geben. Bei mir backt der in der Luft. Bei mir auch. Ich flieg jetzt noch an der Straße. Sag den Jungs gleich, dass ihr die Waffen wegnehmt, dass ihr die Magazine aus den Waffen genommen habt, aus beiden Waffen, GPS abgenommen habt und Funkgerät abgenommen habt. Bist du frei? Ja, er fliegt in der Luft. Herr Travin, wir haben ihre Waffen beschlagnahmt, sie haben keine Magazine mehr. Und kein Telefon mehr. Ja, ich weiß, wer das Smoke hat versucht zu. Ich hab ihn versucht zu hauen. Damit sie Bescheid wissen. Hat der zuerst unseren hochgeheilt? Bei uns ist keiner gestorben. Er wurde nur getasert, der von uns. Achso. Stellt euch mal einen Dreieck um ihn herum, falls er doch gleich wieder meint, er müsste wieder schießen. Komm, wir haben noch einen Polizei aufgeholt.
Ja, und wir haben jetzt drei Polizisten. Ja, wir warten halt an der nächsten Kurve gleich zwei Offroader. Kann auch gleich. Hoffi soll gleich kommen. Soll sein Jungs. Oh ja, er wird keinen Bock mit uns reden. Oh, er ist so sauer auf uns, das schwörst du, Alter. Der hasst uns wie die Pest. Was ist das für ein Heli? Was ist das für ein Heli? Ich gucke, warte. Ja, ich darf ihn nicht wieder sehen. Major okay, da sind Cops hier. Wo? Oh. Der Heli ist ein Mörder. Nicht, wenn er sie nicht wiederbeleben darf, ist die Gefechtssituation. Da schreiben die Cops immer, das ist Quatsch. Rabin kann auch echt träumen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kann gesagt, frag ihn, ob Cops hier... Sag, hier sind, werden fallen keine Schüsse mehr, die Gefechtssituation ist beendet. Ne, nein, nein, Jungs, verteilt euch. Wenn jetzt innerhalb von... Wenn die sterben und es war kein, und es bis dahin kein Schuss gefallen ist und kein Cop hier ist, dann beschwere ich mich. Hm. Er soll mal in der Nähe bleiben. Kann dir das mal jemand schreien, den Grantelbart? Grantel, nicht zu weit wegfahren, bitte. Hm. Ich gerufen. So Jungs, wuff, wuff, komm, Rundumsicherung. Da kann man dieses Licht ausmachen, diese scheiß Polizei. Nein, leider nicht. Doch, der Grantelbart kann das machen. Oh. Alle eure Funkgeräte wurden abgenommen, ne? Auch von dir von. Wir sind ja eh tot. Halbtot, ne? Söldner fliegen übers Airfield. User joined your channel. Wer fliegt übers Airfield? Söldner. Namen. Hallo. Frag mal bitte den ganzen die dürfen nur eingreifen, wenn sie den offiziellen Auftrag von Captain oder Lieutenant bekommen. Solange dürfen die hier gar nichts machen. Aber trotzdem mit Ankündigung, richtig? Die können ganz normal eine Ankündigung machen, dass sie auf uns schießen werden, aber das werden die nicht machen, wenn die wissen, dass wir mit einem Schick sind. Okay. Na, warte mal, jetzt, wenn die jetzt sterben, dann gehe ich mich beschweren. Oh ja. Hallo? Könntest du dir mal mit der Falsche tun? Na, was denn? Einmal bitte den Kopf schießen. Einmal bitte den Kopf schießen. Nein. Ja, ich darf. Wir sollen die einfach aufheben. Hier sind kein, hier fallen keine Schüsse, nix. Seid leise, die können sich ja trotzdem nähern gerade. Ja, na klar. Und wenn er sagt, er darf nicht, dann darf er nicht. Dann darf er nicht. Deine Battle noch... gerade darum, dass wir dem in den Kopf schießen. Also, ich weiß auch nicht. Nein, nein. Gravi wahrscheinlich. Nicht mal. Nee, Opa, ich bin direkt neben dir. Ich hab eine beschissene Deckung hier. Ich hab's mitbekommen. Guck mal, guck, du bist da oben echt ziemlich gefährlich. Jungs, schaut, wer der Gedi ist, der anfliegt. Ich will den Travi eigentlich ein bisschen. Ja, okay. Aber der macht eigentlich eh nichts. Nee, der redet nicht mit uns. Normal. Was macht der? Rekrut, Markus, im Heli. Echt? Ich frag mal mit dem Grandelbad, ob er das Blaulicht ausmachen kann. Das ist echt scheiße. Wo ist er denn? Ich weiß gar nicht, ob der noch hier ist. Rennt ihr hier nicht noch rum? Klar, er läuft doch hier noch rum, oder? Klar, er ist bei seinem Auto. Brüllt so einmal rüber. Grandelbad, an dem einmal Polizeiaus einsteigen und Licht ausmachen, bitte. Das Blaulicht ausmachen. Irgendwer wurde gerade restrained. Ja, wir sind tot, ey. Ach, das ist wir warten jetzt mal kurz, wir warten jetzt mal kurz. Da ist ein Fallschirm in der Luft, oder? Echt jetzt? Nee, das war vom Blatt. Sorry. Alter. Ja, hier ist gerade ein Kopf drüber geflogen, das hätte gut sein können. Ja, die machen doch nicht solche Taktik, sorry, aber... das zugeschlossen, muss jemand aufmachen. Wieso, Bro, und Wer hat den auch zugeschlossen? Irgendjemand sind aufschließen, dass die er... Warleute haben den Schlüssel, die Warleute haben den Schlüssel dazu. Jo, warte, ich komm. Guck mal, guck halt den. Verteil jetzt, den am besten guck auf, gleich. Guck bitte auch mal hinten Richtung, Hier, war, rechts von dir. Rechts. Den hab ich nicht, den hab ich nicht, den Schlüssel. Vom Palisade-Auto will, ja. Ja, den sollst du mir auch geben. Hier, wow, hier, ja, bleib stehen. Ich wollte den erstmal aufmachen. Aber, okay. Tschüss, der schießt jemand. Der ging aber in die Luft. Ja. Okay. Dann, Blatt, komm mal mit. Wir warten mal auf hier. Ich möchte jetzt mal sehen, was jetzt hier passiert. Da hinten am Airfield. Das sind die Söldner da, die da rumballern. Die da hauen da einen aus dem Knast raus. Oh, vielen Dank, Herr Grantelbart. Och, endlich, ey. Wunderschön. Heide Witzka. Okay, Concentration mal. Kann jemand das Licht vom Offroad dahinter oder Dings ausmachen? Ja, der ist genau. Offen. Dann wollen wir Grendelwald jetzt einfach sagen, sollen jetzt hochheben oder was? Papa? Wie bitte? Wollen wir jetzt einfach sagen, er soll ihn aufheben? Der ist schon tot, der Tarwin. Die sind schon alle tot. Ja. Wirklich? Ja, sind alle tot, ja. Deswegen warten wir jetzt kurz hier. Wir warten jetzt auf dieses Gefecht, was jetzt stattfinden soll. Okay, jetzt ist Grendelwald noch da? Ja. Ja. Ich glaub schon. Okay, schick ihn mal zu dem Haus bitte, ich rede mal mit ihm ganz kurz. Leute? Olaf, du bist in der Nähe, ne? Du nimmst ja sowieso gerade auf, ne? Ich habe alles aufgenommen. Könnte man mal ein kurzes Briefing geben, was wir gerade tun, und dann wirklich mal nach. Wir ziehen gleich wieder ab hier.
Mit abrücken, wenn Eli, ich komme. Rekrut Markus wieder. Ja. Legt ihn nur drüber hinweg. Besetzt oder unbesetzt? Ja, wenn er fliegt, dann ist er besetzt. der Grandivart ist gerade bei mir, Topper. Alter, Max, bin ich gerade erschrocken. Willst du noch mit ihm sprechen? Wir sollten dann langsam hier weg, die positionieren sich jetzt. Officer Slash? Yep. Ja genau, dessen darf ich nicht widerrufen, Alter. Ja, weil die hier einfach drüber fliegen. Das ist lächerlich. Wenn das nicht gleich deren Ausrede ja. ist. Also ihr, ist seht das hier, ihr seht das jetzt auch mal selber, ne? Damit haben wir immer zu kämpfen, das ist immer dasselbe. Ach, hör mal, wir hatten die letzten Tage selber solche Probleme mit dem Kopf, ganz ehrlich. Was der Ehren die letzten Tage abgezogen hat teilweise bei uns, also das war echt auch ein Baller so. Ehren ist aber noch, der hält sich noch einigermaßen. Kommt Grandivart jetzt her, oder was? Der ist hier bei mir gerade und liegt hier. Der ist bei Interpol. Ja. Ich hatte ja gerade mit dir gesprochen, willst du eben zu mir rüberkommen oder soll ich ihn rüber schicken? Ja, wir sollten dann vielleicht langsam weg, die werden sich jetzt positionieren. Und viele Cops sind ja nicht mehr da zum Positionieren. Wir haben welche abgesetzt, auf jeden Fall da hinten, denke ich mal. Falls wir durchfahren, werden jetzt die uns... Ist er hier weggelaufen. Der hat wahrscheinlich Telos oder da in der Ecke irgendwelche abgesetzt. Ja, danke Bart. Kommst mal mit, ganz kurz, dass wir uns mal unterhalten, bitte. Jo. Er fliegt da nicht ohne Grund hier die ganze Zeit drüber. Jetzt mal außer RP, ja, weil es mir ein bisschen auf den Piss geht, dass die Kopf immer sagen, ihr dürft nicht. Wer hat dir denn gesagt? Warte nur dass drauf, dass Trevin hier noch ein Schuss. Sei mal leise, bitte. Ich hab auch gar nicht mitbekommen, was du da erzählt. Auf, sie hat mir geschrieben. Und ich glaube, ich stopp! Okay, alles klar. Also hat dir Trevin geschrieben, also Hoffi hat dir Ingame geschrieben, Hoffi hat mir geschrieben, dass das eine Aussicht ist. Und was hat er genau geschrieben, wenn ich mal fragen darf? Ja, warte, ein Heli. Also du kannst es auch gerne nachsitzen. Der will landen, ich weiß nicht wo. Der ist hinten am Airfield noch. Ja, bei Xtonic und Max. Seht ihr irgendwas nicht, ne? Ich höre ihn, ich sehe nicht. Ah, der Zeche. Der ist über der... Ja, das Markus. Ja, der Kreis hier. Ja. Das ist angeblich die Kampfsituation. Das ist dann lächerlich. So, ich schreib mal einen Markus und sowas sofort abziehen. Nö, ich schieß hier auch raus in die hier. Hoffi hat ihm geschrieben, wahrscheinlich im Auftrag von Travin, dass er nicht wiederbeleben soll, die Cops seiner Tiere. Wer schießt denn da noch? BH gegen Söldner. Das ist scheiß lächerlich. Wie gesagt, ja, ich, Jungs, nicht wundern, warum ich jetzt hier sitze und warte, das hat seinen Grund. Weil ich will jetzt wissen, ob hier was passiert oder nicht. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dumpfe Gefühl, hier passiert nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Cops hier gar nicht herkommen. Nee, der Heli fliegt nur als angebliche Kampfsituation und... Ja, und ich werde gleich den Cops nämlich schreiben, so, ich sitze jetzt hier 5 Minuten, nachdem die Cops nicht wieder beleben wollen, in einer vermeintlichen Kampfsituation und nichts passiert. Bitte um Erklärung. Wenn Travin noch nicht mal solche Sachen mitmachen will, dann braucht er auch gar nicht auf alte Spiele, ne? Man muss auch mal verlieren können. Wer ist der höchste Cop hier online? Und das ist auch nicht, hat nichts mit Verlieren zu tun, sondern mit RP. Ich verstehe auch nicht, warum Travel überhaupt als Cop angenommen wurde. Der wurde ja schon mal irgendwie abgelehnt oder so. Der wurde schon mal fast gebannt. Nee, der wurde das nicht. Ist der größte Lappen einfach nur. Kein Senior Officer, ich muss mit dem Officer hier alleine reden. Ich stopp jetzt, ich fange jetzt mal die Zeit an zu stoppen. Ob jetzt erst? Das waren schon 3 oder 4 Minuten. Ja, ist ja gut. Das waren schon mindestens 4 Minuten. Ja, ich geh jetzt, wir warten jetzt 3 Minuten hier. Max, Smoke, ey. Welche Smoke? Ich hab keine geworfen. Wer hat denn die geworfen eigentlich? Wer hat die Smoke geworfen? Irgendeiner unter euch. Die haben sie scheinbar eh nicht gesehen, ne? Nee. Naja, die haben umgedreht, weil die mich aber wahrscheinlich unten in der Ruine gesehen haben. Ja, also, irgendwann schon besetzt, was ist denn los mit euch? Also irgendeiner bei uns muss die geworfen sein, weil wir im Turm konnten... Gut, Männers, ey, ich weiß, es war super spaßig alles, aber jetzt, das sind wieder so Sachen, woran wir wieder verrecken. Weil ihr wieder einfach zu viel treut. Jetzt wird sich mal konzentriert hier, verdammt nochmal. Guckt auf euer Umfeld, guckt nicht auf die Offroader, guckt ums Umfeld und schaut, ob ihr irgendwas findet. Die Schnauze voll wegen so einem Scheiß immer zu verrecken. Ich kann ja auch nichts dafür, dass sie nicht mitspielen. Oder kommt. Langweilig. Oder blablabla. Kommt er? Achso, das ist... Ganz ehrlich, ich könnte mich auf die Straße stellen, hier will nichts passieren. Wurde er nicht bei euch? Ja, der wurde nicht bei uns. Ach, kannst du nochmal hochswitchen, wenn du gerade. Mach ich gleich, weil ich muss kurz schon. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, ey. Ohne Scheiß. Dann schreib dir mal.
Hinter uns ist ein Hummingbird gelandet, sehe ich gerade. Ich markiere es mal. Wir sind mit den Rebellen gerade ein bisschen was am Zocken. Oh ja, bei da G1. Altes Correction ist er. Das ist, G1 ist, Nordosten von uns. Hier, yeah, wo es ist, habe ich den Heli markiert, der auf dem Berg ist. Markiert das ruhig, ich switch Wotan hoch, ja? Was ist das scharf? Ja. Warte, das ist ein Fragezeichen, da habe ich die Markierung vom Hummingbird. Okay. Was für ein Hummingbird ist das? Also sehr wahrscheinlich. Hallo. Hi, grüß dich. Hey. So, die Fragezeichen ist, habe ich die Hummingbird-Markierung. Entschuldigung Leute, wenn ihr zum Admin geht wegen dem Käse, gell, könnt ihr ruhig Bescheid sein, dann komme ich mit. Oder wenn ihr zu Elrond geht. Ja, das müssen wir erstmal, wenn wir es nicht aufklären, wir müssen den Kopf intern klären. Aber ja, halt einfach mal erstmal. Ja, der ist ja leider nicht da, glaube ich, ne? Ich hab uns geguckt. Ja, wir können doch zu Nox gehen, der ist da auch. Ja, gut. Also, du hast es ja jetzt selber miterlebt, also wir waren jetzt. Ja, keine Ahnung, bin ja extra da geblieben. Ja, ne? Also ich hab jetzt noch einen Timer laufen, wir haben jetzt über 5 Minuten schon laufen und ist kein Kopf gekommen. Das ist gar nichts hier. Das ist für mich keine Gefechtssituation, tut mir echt leid. Du kriegst die Ansage, keine. Du kannst halt, Es war auch schon mal jemand, den ich kenne, bei denen im Teamspeak. Und dann war irgendein Fight mit euch und dann hieß es ja scheiß drauf, lass einfach reinrennen und wir sterben, ist eh egal, wir lassen uns nicht gefallen. Das heißt Zimmer. Nee, das hat er sogar vor dem anderen so, haben die das im Channel gesagt, also. Ja, dann brauchen die auch kein altes spielen, ganz ehrlich, nicht. Ja. Ja. Okay, weil gut. Die ganze Zeit nur Leute verhaften und ballern, ja. Und die Leute so fisten, indem sie die ganze Zeit Geld busen und keine Ahnung. Also, wird vielleicht nachher nochmal möglich sein, dass wir miteinander, dass du nochmal dazukommst, aber das werde ich auf jeden Fall klären, das Klärungsbedarf, jo. Das funktioniert dann nicht. So, Fragezeichen, Kreuz ist weg, hier ist kein... Jo, danke dir. Ciao. User left your channel. Da ist kein Hummingbird, ich renn zum nächsten. Und ja, ich geh gerade zu G1. Ja, wie gesagt, Fragezeichen gesagt, bei mir steht auf der Map der Hummingbird, keine Ahnung. Ich gehe noch kurz einer rauchen und wenn ich wiederkomme und es ist kein Kopf gekommen, gehe ich nochmal. Suche ich mal meinen Loks oder so und dann werde ich mal mit denen sprechen. Da ist G1, ist auch keine. Da wahrscheinlich nur, weil er rübergeflogen ist. Ist ja auch nicht schlimm, wir verlangen ja nichts von den Cops, von irgendwie Verhandlungen. Ja, Draven hätten wir hingehen. Ja, der braucht der will noch umso leichter der ist, umso weiter kommt der Herr Beastwood. Umso leichter, umso weiter. Ja, aber gucken Sie sich mal, die kann man nur herzlos sein über einen armen Rekruten herfallen. Ich hab gesagt, sie sollen sich hinlegen. So, jetzt gucken wir uns mal, ich fühle mal genauer. Herr Markus, ziehen Sie doch die Klamotten an, die hier auf dem Boden liegen. Sind Sie also ein bisschen dreckig vom Boden, aber... Da ist keine Hornhaut drauf, der überlebt keine 5 Meter im Busch mit diesen Füßen. Weißt du, ich hab eh keine Arbeit. Herr Beastwood, unterschätzen Sie den Markus nicht. Ich bin noch erst seit einer Woche hier, wie können wir das nicht antun? Fragen wir mal den Jungs, würde überhaupt irgendeiner auf den wetten, dass der mehr schafft als 2 Kilometer? Wir können den doch mit Kokain vollpumpen und dann läuft der wie Usain Bolt. Das wäre doch eine Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Der sieht wesentlich jünger aus als der andere. Also, laufen kann der, ne? Ja, der kann laufen. Ja, Herr, wer ist hier der Verantwortliche? Mit wem müssen wir über das Geld sprechen? Ja, die können gerne mal herkommen, die Söldner. Keine Ahnung. Da sind die, wollen da, die haben irgendwas. Ich setze einen Dollar auf den Markt. Okay, ich werde die 2 Kilometer laufen, gesagt. Ich laufe ihm bis zur Grenze, wenn sie wollen. Die spotten uns. Ja, ja, ein paar Marathon-Leute. Pass auf, Jungs. Wir versuchen ein Marco. Abgenommen? Die sollten das spotten uns gerade ein bisschen. Das können sie versuchen, Herr Marco. Wie gesagt, wir trennen uns, unsere Wege trennen uns jetzt bald. Also ich wette, der kommt weiter, wie der auf die... Was wollt ihr für den haben? Wir wollen ja wieder Survival spielen, ihr kennt das Spiel ja. Das ist ein hoher Verbrauch. Also wir wären eigentlich mit so einer Quatsch. Hey Jungs, ich komme sofort wieder. Ja, wir werden ja abschauen. Wir können schon nicht als Spielzeug benutzen. Nur Kleinigkeit. Ja, Interpol, was machst du denn? Ich hab's gesagt, ich komm sofort hin. Wir haben 30 Minuten, um dem ganz schlimme Sachen anzutun. Ja, tun erstmal ins Auto, wir verpissen uns von hier und dann gucken wir mal. Ist er drin? Jo. Ja, steigt ein, steigt da aus. Der Typ. So, Herr Kaffeelatte, weil Sie meinen, Sie müssten hier die Rebellen ausknocken und den Mediziner beklauen, werden Sie
mit in unseren Hangar geleitet und wir werden sie hinrichten. Würdevoll. Warum macht das nicht im Stadion? Ihr seid Medics, Alter. Was wollt ihr mir? Okay, der gehört der Medic. Nein, was bist du sonst? Also, oh, bitte nimm auf! Rebell. Nimm auf! Bitte. Was bist du da? Dein Fraps ist nicht an. Du bist Medic. Ich bin kein Medic. Was bist du da? Was, der steigt aus? Ja, was soll er machen? Er lockt sich aus. Wenn er das macht, wird er gebannt. Ja, dann hast du ein Problem, wenn du dich ausloggst, mein Freund. Zieh mal raus. Okay. Er hat sich ausgeloggt.